And we're back. Oh, lang ist her. Ja, voll. Dezember war November war die Auto-Episode. Richtig. Oder? Und es ist schon über ein Jahr her, dass unsere erste Folge stattgefunden hat. Wir haben unser Jubiläum verpasst. Ja. Classic. Ah, ich finde Jubiläum eh scheiße. Ja. Außer plus, irgendwie, plus am Anfang haben wir uns eh nicht auskennt. Na, das gilt eh nicht. Ich zähle erst ab Episode 5 oder so. Alles andere sind Prequels, die scheiße sind. Ja, cool. Wir sind da. As it is tradition. Shoutouts. Kennst du die zwei Dudes von Moments of Nonsense? Nicht persönlich. Mhm. Ich hab mal. Die Namen sieht man hin und wieder ja. in den Social Media Bubbles. Du kennst vielleicht die Werke von den beiden. Genau. Und zwar. Ich hab ein bisschen reingehört. Achso, die 3 Episoden haben sie, glaube ich. Immer ja. Freitag schmeißen sie was raus. Das ist ganz cool. Und zwar, Moments of Nonsense sind der Sherwin und der Cliff. Das sind zwei ziemlich coole Foto-Dudes. Sherwin ist sogar war ziemlich in der Scene tätig und hat urviele Bands fotografiert. Voll. Und die zwei haben sich zusammengesetzt und haben in diesen Weird Times, die wir gerade haben, sich darum gekümmert, das Thema nicht zu behandeln und die Leute ein bisschen abzulenken. Und das war eigentlich sehr, sehr erfrischend und hat mir sehr getaugt. Ja. Und ja, ich horche sie jetzt jeden Freitag, droppen sie eine neue Episode auf Spotify, Everywhere. Ja. Überall, wo es Big Boys gibt. Außer YouTube. Fast überall, wo es Big Boys gibt. Und ja, wir empfehlen sehr, 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 dass man denen folgt und sich die Episoden gibt. Es ist alles auf Englisch. Sie sind sehr, sehr, sehr divers. Ne? Ging in einer Episode ging es um Zombies, in der nächsten ging es wiederum um Nude Model Photography. Hm. Bis die Episode draußen ist, habt ihr es vielleicht schon gesehen. Das nächste ist Talent haben oder nicht haben. Was wir schon besprochen haben. Also jetzt bin ich schon sehr gespannt, was deren Take ist. Was war dein Take in den letzten 2 Monaten? Wie hast du geschaut, dass du dich motivierst und produktiv bist? Naja, als Konzertfotograf gab es ja nicht so viel zu tun. Komisch, oder? Nein, und auch es sind mir auch 3 Musikvideos ausgefallen, die nicht stattfinden konnten. Ich hätte auch ein paar Shootings gehabt. Ja, ne? Das ist natürlich... Auf Short Notice habe ich gesagt, ja, vielleicht... Ja, ist natürlich sehr jammer, aber natürlich absolutes Verständnis von allen Seiten, dass das jetzt notwendig ist, notwendig war. Nein, was ich dann gemacht habe, ich habe mich ein bisschen erkundigt, was ich sonst so noch machen kann und mir überlegt, was ich immer schon mal machen wollte, was ich probieren wollte. Ich habe angefangen, Minis zu painten, also Minis zu bemalen, obwohl ich keine Tabletop-Spiele spiele. hat es mich immer schon interessiert. Ich find die Modelle immer sehr cool und einfach das Malen ist haptisch das, was ich in Photoshop mache. Nur in real life. Ja, und in 3D. Und it's real life Photoshop. So. Und da habe ich mir ein recht elaborates Starter-Set gegönnt einige Stunden in YouTube gesenkt, was man so alles anschauen kann, was es gibt. Macht sehr viel Spaß. Ich bin noch nicht sehr gut. Also sagen wir so, es ist immer... Wenn man anfängt und sich sofort vergleicht mit den Leuten, die einen YouTube-Kanal haben, mit weiß ich wie viele Subscriber, natürlich sind die auf einem ganz anderen Level. Ja, aber sicher schon um 5, 6 Miniaturen mehr bemalt hast du. Ja, aber ich habe noch 4, also ich glaube danach dann bist du kann ich, ja. Locker. Nein, also es ist echt nicht, cool. Und wenn nicht, was ich nur sehr, sehr, sehr empfehlen kann, das habe ich gemacht vor vielen, vielen Jahren, wenn ich mit der letzten fertig war, ich die ersten überarbeitet und die ersten gleich noch einmal gemacht. Ja, und das, was ich bei der letzten gekannt habe, dann applied. Ja. Na, ich merke schon einen deutlichen Progress, also einen Fortschritt meiner Fähigkeiten und bin jetzt bei meiner 4. Figur. Geil. Es ist recht cool. Es ist Welches Brand? Es ist nicht Warhammer? Nein, es ist nicht Warhammer. Natürlich weiß ich es jetzt auf Anhieb nicht.
Okay, das andere. Ja, es ist, ich weiß, dass es ein spanisches Sci-Fi-Tabletop-Game ist. Okay. Mehr so ein Small-Unit-Ding, also nicht, wo du voll, es gibt keine, es gibt 400 Elemente am Brettel hast. Nein, auch tatsächlich das Spiel spielt man mit sehr, ja, sehr wenigen Units. Ja. Aber sie sehen cool aus. Es ist quite nerdy. Ja, das ist cool. Wie geht's mit deinem Bassspiel? Bassspiel, ein bisschen was habe ich auch weitergemacht. aber ich würde mich immer noch als Anfänger oder das, was vor Anfänger kommt, bezeichnen. Ja. Aber mit Rocksmith bist du noch immer... Tatsächlich nicht mehr. Ich mache es schon brav mit Tabs und Guitar Pro. Nice. Und es gibt so den einen oder anderen Song, wo ich auch nicht mehr Guitar Pro mitrennen lasse, sondern nur die Tabs zum Lesen und mit dem Song auf Spotify mitspielen könnte. Da ich eine super Idee, die Bassisten, die das schauen, vielleicht könnt ihr dem Peter ein paar Songvorschläge machen. In den Comments below. Wenn sie wollt. Ja. Und der Peter wird ein Cover machen. Ob ich das hochlade, ist ein zweites. You got it. Nein, ich hab da Stained, die Band Stained, wieder neu entdeckt. Ich habe das früher sehr, sehr viel gehört. Wow, Break the Cycle habe ich. Break the Cycle ist ich, super. Habe ich gebreakt in meinem CD-Player, ja, so oft ist die gelaufen. Was war es? 15 Shades of Grey? Sowas irgendwie. Das Album, was danach kam. Ja, ja. Das ist auch sehr cool. Und da sind einige Songs noch, die am Bass für einen Anfänger geeignet sind. Ja, voll. Aber hin und wieder sind so tricky Licks. Ich breche mir ab und zu noch Finger, ja. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich versuche es. Das ist ja auch das Schöne, wenn man im Freundeskreis beziehungsweise in seiner Beziehung Bassisten hat, die immer sagen, vergesst den kleinen Finger nicht, damit man es gleich am Anfang gescheit lernt und nicht. Gewicht und. Ja. Also danke, Jörg, Thomas, Paula. Eine Armada von Bassisten, urnervig, oder? Und jeder hat eine Meinung. Ja. Nein, aber das ist, wie ich mich beschäftigt habe in der Zeit, wo ich nicht notwendigerweise die Sachen nachgehen konnte, die ich sonst so mache. Du warst in Isolation zu Hause. Ja, also ich kann Homeoffice machen. Mhm. Da habe ich mit meinem Job sehr Glück, dass ich eins zu eins dasselbe machen kann, wo auch immer ich bin. Produktivität ist ein bisschen mehr eine Achterbahn wie im Büro. Manches Mal bin ich produktiver, manches Mal weniger. Aber in der Hinsicht bin ich einer der Glücklichen, die nicht so viele negative Sachen erfahren haben. Ja, ja. Na, ziemlich produktiv. Und was ich gesehen habe in den letzten Wochen ist, dass teilweise die Leute an Produktivität und Self-Improvement und neuen Sachen komplett auszucken auf einmal und sich irgendwie Puzzles bestellen und anfangen zum Brot backen und keine Ahnung, voll bestialisch Workouts starten und alles Mögliche, ja, und sich reinlernen und sagen, ja, das ist eine Chance für mich und jetzt muss ich, ja, und das war wie ein Wettrüsten auf einmal, wer kauft sich mehr Shit, wer macht das irgendein Puzzle, wer hasst das schon, bla bla bla. Du hast in die Arbeit müssen? Dürfen. Nein, ich habe mich freiwillig gemeldet dafür. Ja. Okay. Und bist dann marschiert? Ja. Ich glaube, aus zwei Gründen. Early mornings. Aus zwei Gründen, wenn ich das so spekulieren darf. Eins, um die Öffis zu vermeiden. Ja, ja. Das zweite, damit ich mein Cardio reinkriege. Richtig. Zwei, weil die Gyms zu sind. Weißt du, wie viele Kilometer du insgesamt gegangen bist? Hast du Statistik gemacht? Ich weiß, nein, ich weiß es nicht. Ich habe leider pausieren müssen, weil ich mal den Haxen überfordert habe, deiner Entzündung. Aber es ist. Aber ich habe es ein paar Wochen, ich glaube, drei oder vier Wochen habe ich es durchgängig gemacht, jeden Tag. Hin und zurück. Ja, also du, hin und zurück wäre schon, dann würdest du in einer Woche auf 100 Kilometer kommen, oder? 10 Kilometer? Ja, das habe ich nicht immer gemacht. Weil das Lustige ist, am Heimweg, wenn ich gegangen bin, habe ich dann mehr Leute getroffen auf der Straße, als wenn ich in den Öffis gefahren bin. Deswegen bin ich hin zu Fuß, heim mit den Öffis, all good. Corona-Test ist negativ, noch immer. Also, nice. still rocking out. Na, auf jeden Fall, was ich hinaus wollte,
Ich meine, ja, ich war auch auf der Seite, boah, ich muss jetzt meine Wohnung umstellen und Böbel zusammenbauen und Sachen herrichten und jada, jada, jada. Und Self-Improvement und trainieren und Ernährung schauen und abnehmen und bah, alles. Ja. Bin natürlich auf der Seite. Und hab nach genauer Beobachtung einfach gemerkt, dass sich das gegenseitig so hochschaukelt und nach ein paar Gesprächen, unter anderem mit dem Thomas Fernes, von der, coole Band. Und meiner Band, coole Band. haben wir so gequatscht, ob es wirklich, ob man diesen Social Pressure jetzt wirklich nachgeben soll oder ob man nicht die Zeit eigentlich nutzen kann, ein paar Gänge zurückzuschalten und mal ein bisschen kürzer zu treten, mal auszuschlafen, mal sich überlegen, muss man das jetzt wirklich oder ist es jetzt leiwand, dass ich einen ganzen Tag lang jetzt mal ein Buch lese und aber, Zeit lasse mit meinen Sachen und aber sowas. Es ist interessant, also es wäre eine, ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen, ich glaube für ja, manche Leute ist es auch, ja, auch einfach so ein intrinsisches, ich muss jetzt was machen, weil mein normaler Tagesablauf hat sich so geändert. Ja. Und ich muss meine Energie loswerden, die ich normalerweise in andere Sachen reinputte. Ich glaube schon, dass es hilft, wenn man einen regelmäßigen Ablauf hat. Ja? Ja. In der Früh, dass man aufsteht und duschen geht und ein kleines Frühstück hat und sich umzieht, aus dem Pyjama rauskommt. Ich glaube schon, dass das irgendwie hilft. Ja, auf jeden Fall. Ja? Wenn ich im Pyjama mich hinsetze und anfange zu arbeiten, dann ist die Produktivität gleich null. Ja, ja. Ich meine, wie du sagst, jetzt kann man nicht pauschal sagen, kann man eh nichts, weil es gibt immer die und die und dann gibt es die auch noch. Ja. Und jeder hat eine Meinung. was eh geil ist. Ich meine, dass wenn du jetzt, warum musst du dich jetzt gerade self-improven, wo doch anscheinend sich die Welt jetzt gerade langsamer dreht, warum musst du versuchen, dass du die Welt, dass sich unbedingt das alles genau in der gleichen Geschwindigkeit weiterdrehen? Mhm. Warum kann man nicht sagen, ja, jetzt machen wir es mal langsamer und ein bisschen stiller und denken mal kurz nach über die Notwendigkeit meiner Handlungen? Ne? Das wäre auch absolut angemessen in manchen Situationen. Es ist generell sehr interessant, wie das sind halt Langzeitsachen, die man nicht so schnell sagen kann, was für psychologische Auswirkungen es auf Teile der Bevölkerung hat. Mhm. Gibt es sicherlich positive, gibt es genauso negative. Ja, aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon Auswirkungen hat. Nach 2 Monaten kannst du schon... Klar, aber in bestimmten Situationen schon einen gewissen Habitus. Sicher, aber sind das Leute, sehen, die dann wieder zurückfallen in altem Verhalten, wenn der Alltag auch wieder in einem alten Muster sich abwandelt? Ja. Ich meine, wie gesagt, ich bin gern ein produktiver Mensch und ich habe mich gern irgendwie am nächsten Tag besser als am Vortag. Mhm. Oder meine Band oder meine Arbeit oder, keine Ahnung, meine Beziehungen mit meinen Mitmenschen oder so. Ja. Aber ich bin draufgekommen, es ist manchmal cool, eben dadurch, dass wir alle dieser Situation ausgesetzt sind. Es ist manchmal cool und sehr entspannend und sehr, sehr erfrischend zu sagen, so, eigentlich ist die Arbeit morgen auch noch da und ich ziehe jetzt echt die Handbremse und mache das Fenster auf und horche mal der Welt zu und, ja, und ich liege im Bett mit meiner Freundin und wir tun einmal nothing. Ja? Ich in dieser kann da nur für mich sprechen. Ich habe das eigentlich in den letzten Jahren schon so für mich gemacht. Das hat sich für mich jetzt eigentlich nicht geändert. Irgendwo gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so, hey, es ist 5, ich gehe jetzt aus. Weil also arbeitsbedingt. Ja, nein, ja, aber das ist dann auch, ich gehe zu Hause und natürlich, wenn was Dringendes anfällt, mache ich es. Da, also das ist klar, keine Frage, aber wenn ich um 4:30 mir bewusst bin, das kann man auch morgen noch machen, dann habe ich absolut keine
Ja. Keine Probleme, um Punkt 5 einfach Steuerung S okay. schließen. Da war ich vielleicht deutlich genug. Ich meine es nicht Arbeit, sondern ich meine die Zeit, die man für sich selber zu verfügen hat. Nein, aber ja. eben, das führt für mich dazu, dass ich alles, was nicht Arbeit ist, Zeit mhm. ist, die rein für mich gilt, mhm. die ich entweder entschleunigen kann aus dem ja, Alltag ja. oder mich mit Freunden treffen, was auch immer. Mhm. I don't know. Aber sicherlich ist es so, dass man sich irgendwo unruhig fühlt, weil der Alltag anders ist und sicherlich auch eine Art Kreativstress bekommt. Ja. Gerade im Teil der Bevölkerung, die normalerweise viel Sport machen oder viel Musik machen und oder generell irgendwie kulturell beschäftigt sind, die das jetzt einfach nicht machen können. Da gibt es sicherlich so, ich will was machen. Voll. Und zum Glück sind es auch manche Leute, die es wirklich schaffen, um in dieser Zeit ja, und noch ein paar, wirklich was rauszubringen. Und ein paar von denen haben auch ziemlich was rausgebracht. Voll. Geiles. Das muss ich jetzt mal schauen, was es ist. machst du Zoom-Meetings? Ja. Was ist dein Hintergrund? Nix. Ich habe die Webcam hier. Ah, okay. Achso, dann zeigst du dich nicht. Nein, ja, weil du noch im Pyjama bist, gell? Voll. Gut! Ja, ich hab gehört, Mothership hat was released. Ja, aber wir haben gerade noch die Kurve gekratzt und das, okay, das release mal schnell, weil da passiert gleich was. Und ja, haben eine ganze EP. Haben noch unser Konzert raushauen können und auf Coming Home released. Und da kommt nur noch eine Kleinigkeit von auf Coming Home. Also, keep your eyes peeled for that. Dann unsere Bros von We Blame the Empire. Ganzes Album. Brachteten ihr Album Aero genau, raus. Genau, zweite Album. Voll. Haben an sich ziemlich viel aufgefahren für ihre Promotion-Maschinerie. Leider ist auch die zum absoluten Stillstand gekommen, ja. leider. Wir ja. hätten sogar ein paar von ihren Release-Konzerten mitgespielt, was mir so viel leid tut. Vielleicht können wir es Ende des Jahres nachholen, mal schauen, wie die Situation da ist. Wenn so, fände ich es cool. Wenn nicht, muss ich sagen, es ist ein ziemlich Bomben-Album. Sie haben sich wirklich weiterentwickelt. Naja. Sie haben hier und da neue Sachen ausprobiert, mhm. was immer spannend ist. Ich fand die erste Single vom Album wirklich, wirklich toll. Das war, wir haben es vergessen, Decisions. Nein, das war das erste. Oder Decisions war die zweite. Updraft? Ja. Verwechsel ich sie zweit. Ja. Okay. Sehr, sehr tolle Single. Video wirklich toll. Hat mir sehr gefallen. Und dann mit eben Decisions als zweite Single aufgefolgt. Und da weiß ich, das ist ein bisschen Insider-Info, die ich habe, dass das ganze Video sogar während der Corona-Zeit gedreht wurde. Ah, ja, okay. Genau, also ja. auch ein sehr, sehr cooles Video, finde ich. Ich finde es visuell sehr, sehr cool. Ja, also zwei solide Singles zu einem ganz, ganz tollen Album. Decisions ist von denen produziert worden, die auch die Videos für die letzte EP gemacht haben. Korrekt, glaube ich. Und Updraft von Lichterwald. Genau. Alles coole Dudes und Dudettes. Dann als nächstes wollten Black Inhale auch Vollgas auffahren. Die hätten sogar im Novarock gespielt, was ich weiß. Das ja. habe ich nicht mitbekommen. Das ist auch schade, aber sie stehen am Billing für nächstes Jahr. Genauso wie Killer Lycan schon Toll. Fix sind. Toll. Und zwar das Album heißt Resilience. Mhm. Und da haben sie auch schon zwei Singles rausgebracht, Final Sorrow und Escape Room. Escape Room ist ein ziemlich cool animiertes Video. Ja, also finde ich sehr spannend, dass das animierte Videos sieht man nicht so viel. Also es schaut so Cell-Shading-mäßig aus. Ja, ja, A Scanner Darkly. Oder? Far oder Borderlands. Ja. Ja, super Sound, tolle Soli. Ja, Sound bei Herrn Leitner. Richtig, Herrn Leitner. Of course. Und ja, es bewegt sich stark zwischen Machine Head und Trivium und Psilosis.
alles Bands, die man feiern kann. Vor allem, sehr los ist. Ja. Heavy Guitar Works. Ja, also ich war sehr impressed von den Riffs und die Solos. Voll. Sehr, sehr, sehr coole Arbeit. Dann Hope Till December. Ja. Haben auch eine Single rausgelassen. Amor. Und das ist ein Teil von einer EP, das ist Amor und Muerte. Mhm. Ich butcher das gerade. Sorry. Was heißt vom Video? Also es ist ein ich finde ein sehr cooler Melodic Hardcore Song. Ja. Fancy Performance Video. Ja, und das Video als Performance Video passt, finde ich, voll zu wie der Song sich anfühlt, wie der Song sein sollte. Mhm. Street to the Ocean? Haben ja, ein One-Shot-Live-Video. Shadows, genau. Der genau. Herr Bernie Ulrich. Ja, der war ja als Tour-Manager und PR. Der ist generell. Manager war er mit auf Tour. Deren Guy. Genau, und hat da ein One-Shot-Video gemacht. Ich habe leider vergessen, in welcher Stadt. Ich habe es ja noch gemerkt. Ich hätte es mir aufschreiben können auf mein Handy. Ja. Not Vienna. Wie gesagt, wir lernen jede Folge noch was dazu. Ah, ja. Schreiben alles auf. Ein Teleprompter brauchen. Genau. Ja, na. One-Shot-Video. Voll, ja. In Monochrome. Ja. Glaube ich, oder? Ja. Voll. Ja, so Sepia, Monochrome. Ja. So irgendwas. Sexy. Und dann haben wir noch, Here for a Reason haben eine Single rausgebracht mit Life's Not Fair. Ja. Ziemlich emotionaler Song. So eine Band, ein bisschen also nicht so direkt in der Metal-Szene. Ja, voll. Als Pop-Punk-Band. Ja, Underground, Pop-Punk, Hardcore-Szene. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Haben letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr oder vielleicht schon vorletztes Jahr, eine sehr, sehr coole Tour gemacht. Mhm. Wo sie Schulen besucht haben und dort gespielt haben. Echt? Ja, voll. Cool. Bin ich ja für die Kids. Schulen? Ja. Nice. Yeah, you gotta catch them when they're young. And recruit them. Nein, es ist sehr, 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 sehr coole, sehr, sehr uplifting Pop-Punk-Musik. Mhm. Mit der Ausnahme. Ja, mit der Ausnahme von dem Song. Ja. Er behandelt leider das Ableben von Dad. Ben. Ja. Ja. Und sie haben sich dazu entschieden, dass jeder, also sämtliche Kohle, die reinkommt mit dem Song, dass das gespendet wird an die SOS-Kinderdörfer. Mhm. Wenn ich jetzt nicht irre, hätte ich mal auch aufschreiben sollen. Sorry about that. Aber ja, das ist alles genau. Charity. Richtig, und die Info gibt's, wie man so schön sagt. Da drüben unten. Irgendwie. Ja. Einblenden können wir, da sind wir noch nicht groß genug, ja. das haben wir noch nicht. Voll. Vielleicht inzwischen unserer Social Distance. aber unten kann man es. Aber ja. Kann man es nachlesen. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Initiative zu einem tollen emotionalen Song. Der das mag man supporten. Ja. Voll. Und wenn man nicht so direkt irgendeine Charity hat, gibt es ja auch noch viele, viele Wege, wie man eigentlich unsere Bands auch noch supporten kann. Aber nicht nur die Band, sondern auch das Ganze drumherum. Auch die Infrastruktur. Ja. Ja, das Ganze drumherum ist vielleicht jetzt viel gesagt, da will ich nicht jeden Aspekt. Aber primär mal auf die Band, die man gern mag oder wenn man weiß, okay, man kennt ein paar Berufsmusiker, ja, die spielen vielleicht in Metal-Bands. Was kann man da machen? Am allersimpelsten kostet nur Zeit und nicht mal das viel, ist Content sharen. Ne? Ja, so ein Klick. Ja, ein Klick. Im Idealfall schreibt man noch was Geiles dazu, verlinkt so viel wie möglich, schickt vielleicht an seine Freunde, an seine Liebste. Weil eben im Fall We Blame the Empire, die können nicht live spielen. Das heißt, ein Riesenaspekt ihrer Promotion ist weg. Ja. Nicht nur Promotion, sondern auch Einnahmen. Es sind die meisten Einnahmen für, egal wie groß man als Metalband ist, kriegt man durch Live-Spielen. Ja.
du promotest ja in Wahrheit deine Live-Gigs mit deiner Musik, nicht mehr andersrum. Ja, das ist neuerdings der Fall und deswegen, und wenn möglich, durch einfach etwas zu teilen, das geht ja schnell. Voll. Und das kostet noch nicht Kohle und macht schon voll viel aus. Ja, voll. Also folgt euren Lieblingsbands, aktiviert die Notifications. Und auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, nicht mal irgendwie ein neues Video von eurer Band, sondern einfach irgendwas, was die sharen. Ja, ja, sicher. Liken, kommentieren und tut es rum. Und das kann man während, ich habe es eh schon gesagt, das kann man während einer Straßenbahnfahrt oder so, spielt man halt nicht Candy Crush. Spielt man das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Also oder spielen das nur ältere Frauen? Ich weiß es nicht. Sag ich jetzt wahrscheinlich nur Scheiß. Kann man sich das einteilen. Dann, das nächste Ding, Merch kaufen. Sure. Es geht schon super easy. Jede Band und deren Großmütter haben einen Merch-Store. Und das lässt man sich heimschicken. Also auch da ist die Social Distance gewahrt. Und das kann man dann tragen und damit macht man coole Fotos und verlinkt die Band. Genau. Und macht schon Werbung und supportet. Richtig. Und ich finde das sehr cool, es gibt immer mehr Bands, die nicht ein traditionelles T-Shirt machen. Ja, voll. Sondern etwas, das nicht gleich als Band-Merch auffällt, ja, zum Beispiel. Ja. Also sondern... Welche Band ist das? Das? Vans. Okay, nein. Und die haben es bitter nötig. Nein, also so hat die Band Anchorage ein sehr, sehr tolles Poster, was eh schon eine Zeit lang in der Social Media Sphere kursiert. Picture of Good Health. Richtig, was man jetzt auch schön bestellen kann als A2-Poster. Das hat die Paula, meine Freundin, gemacht und das wird jetzt bald in unserem Wohnzimmer hängen. Nice. Ja, voll. Und ich glaube, auch dort wird der ganze Erlös gespendet, wenn ich mich nicht täusche. Great. Ich hatte ja vorher ich sage sicher, das Falsche. Was auch für St. Anna? Ich weiß es nicht. Das Fuck Cancer Shirt. Also eine sehr charitable Band. Diese Anchorage Dudes. Absolut. Mag ich voll. Ja, aber wie gesagt, es gibt immer mehr Bands, die coole, etwas nicht so traditionelle Merch-Sachen machen. Einfach mal reinschauen. Ja, es gibt Bands, die zum Beispiel Handtücher haben. Nein, haben wir nicht mehr. Hat Bands gegeben, die... Diese ganzen Handtücher. Ja, voll. Vielleicht haben wir so Waschlappen. I don't know. Die mag ich Stock noch benutzen können. Okay. Insider. So, dann habe ich einen Lifehack. Den habe ich noch gar nicht so promoted, aber er ist echt super simpel. Und zwar, du suchst dir deine lokale Lieblingsband aus oder du machst Playlists mit, wo alle deine lokalen Lieblingsbands sind. Und dann ganz wichtig, vergessen die Boxen aufzudrehen. Sowas, ja, oder du drehst dein Handy auf leise, dann steckst du es an, schaust, dass du in deinem Wi-Fi bist und dann drückst du Play. Und gehst schlafen. Und dann gehst du pennen und dann gibst du deinen Lieblingsbands 6 bis 8 oder 12 gesunde Stunden Plays. Das mag vielleicht nicht viel sein, wenn es einer macht, aber es ist cool, wenn es alle machen. Und was dann passiert, ist Spotify Magic happens und man kommt in die höhere, oder ich kenne mich da nicht aus. Ja, man muss schon sagen, Spotify nicht jetzt, sondern hat davor schon etwas dagegen, also nicht direkt hundertprozentig etwas dagegen unternommen. Aber es hat schon vor längerer Zeit Leute gegeben, die diesen Lifehack natürlich ausgenutzt haben. Übertrieben, ja. Ja, und bei zu viel selber Song oder selbes Album auf Repeat werden die Plays nicht mehr gezählt. Ja, deswegen machen wir Playlist einfach. Voll, aber es auch wenn es auch 6, 7 Bands zusammen. Richtig, und auch wenn es nicht die ganze Nacht zählt und Geld generiert für Bands, auch wenn es nur 2 Playthroughs sind vom Album, hilft jede Band, gerade die kleinen Bands. Voll. Und schadet niemand. Voll. Dann für Musiker und Studioleute ist vielleicht interessant, die vielleicht gerade jetzt für Session-Jobs anheuern. Ja, ja, es ist gerade für Studio-Drummer. Richtig, viele Leute können ja auch schon ein sehr, sehr adäquates und gutes Home-Recording machen. Mhm. Vielleicht nicht die Drummer, aber zumindest die Gitarristen. Mhm.
Oder halt Leute, die auch beim Songwriting unterstützend sein können. Ja, vielleicht jetzt nicht aktiv, dass man Ideen rausbringt, aber einfach nur Leute, die eure Songs editieren. Ne? Voll. Oder halt die Meinung dazu geben. Steve-O ist so ein Guy vielleicht. Interessiert ihn das? Ja. Ja, und es gibt sicher allerhand Schlagzeuger, die sich im Proberaum ihre Umgebung aufgebaut haben, die euch das einspielen, was man vielleicht dann gar nicht mal mehr editieren muss. Ja, ja und halt Leute, die gerade im Studio sind. Ja, also ja, eben ja, ja. Den Herrn Leitner, mit dem kann man sich dann zusammenschreiben und sich seine Single fertig produzieren lassen. Auch mit sehr viel Social Distance. Und wenn nicht das, dann kann man sich dieselbe Musiker, die alle sehr, sehr talentiert sind und alle sehr gut sind, genauso gut mal anschreiben und fragen, hey, hast du eine Webcam? Kannst du irgendwie Remote-Unterricht? Voll. Ja, stimmt, das passt eher jetzt zu dem Punkt. Soll ich weiter hinten? Ja. Offscreen. Und nein, also das gibt es ja, man sieht auch immer mehr, sagen wir mal, größere Musiker, die schmeißen sich zum Beispiel auch auf Twitch. Ja, die jetzt mehr streamen, aber auch eben wirkliche Unterrichtsstunden anbieten. Und das muss ja nicht unbedingt immer ein ganz großes sein. Es gibt auch in der lokalen Szene Leute, von denen man noch sehr viel lernen kann. Ja, sehr viele. Und mit denen kann man Unterricht nehmen. Einfach mal kurz anschreiben. Oder, was ich cool finde von der anderen Seite, die Leute, die gerne Unterricht geben würden, macht vielleicht auch so die eine oder andere Übung, die ihr benutzt, zum Aufwärmen, zum Geschwindigkeit aufbauen, whatever. Voll, ja, und das geht schon simpel genug in einer Instagram-Story von 15 Sekunden. Ja, voll. Und so seid ihr im Gespräch und ihr stoßt vielleicht jemanden an, der sagt, ah, okay, ja, die Übung hat mir weitergeholfen. Ja. Und die werden wieder alle besser. Voll. Ja, das ist vielleicht ultra karitativ, aber vielleicht Tickets von Konzerten nicht unbedingt zurückzugeben. Natürlich, naja, vorausgesetzt, sagen, wenn man... aber es ist meine 30 Euro für etwas, das ich nicht gesehen habe. Oder? Ja, oder es ist eine 30 Euro Spende für einen Veranstalter, der es jetzt gerade sehr schwierig hat, weil er im Moment nichts veranstalten darf nicht arbeiten, ja. Komplett durch die Finger schaut. Die Leute sind relativ alleingelassen, stehen ziemlich am Rand und sind in der Prioritätenliste recht weit unten, ja, obwohl wir uns so Österreich rühmen als Kulturland und so. Ja. Ja. Und ja, das ist ein Weg, zumindest Veranstalter oder die Veranstaltungsinfrastruktur als quasi Zivilist ein bisschen zu unterstützen. Absolut, also ja. wenn man die Mittel hat. Natürlich. Natürlich musst du deine Haushaltskasse schauen und alles. Genau. Also das ich und ich rede jetzt nicht von 150 Euro so, nein. Celine Dion. Macht die überhaupt noch was? Ich glaube, spielt die nicht jeden Abend in Vegas oder so? Wahrscheinlich. Oder war das eine Zeit lang? So, ja, ich weiß. Sondern halt für die ein bisschen kleineren Geschichten, keine Ahnung. Also wenn es geht, ist das eine sehr nette Geste. Ich hab auch schon wirklich von einigen Veranstaltern nicht einen Aufruf, aber einfach eine Nachricht gesehen, wo genau das gesagt wird. So, hey, natürlich, wenn ihr das Geld zurückhaben wollt, ist das absolut, ist jeder in seinem Recht. Verstanden, ja. Aber es wäre cool, wenn Leute, die es sich leisten können, vielleicht nochmal einen Double-Take machen. Und sagen, nein, weißt du was, das ist schon okay so. Oder vielleicht nicht alle Tickets oder so, sondern... Ja. Aber that would be nice. Nice thing to do. Four. Ganz cool und super innovativ. Ich hatte kein Minute darüber gesprochen. Podcasts machen. Stories machen. Und darüber reden, wie es einem geht, dass einem vielleicht die Szene abgeht oder so vielleicht die Community fördern, ne? Bisschen Ideen, was man vielleicht neu machen könnte oder besser oder anders oder was einem abgeht oder wer. Manches Mal hilft es einfach irgendwie, sich einfach die Sorgen von der Seele einfach nur zu reden. Kommunizieren, ne?
Es ist eh super simpel, heutzutage einen Podcast zu machen. Ich meine, wenn wir es schaffen, schaffen es alle. Ja. Ja, also falls jemand Interesse hat und sich nicht gleich Mikros und alles Mögliche zulegen möchte, die App Anchor FM gibt am Handy, beziehungsweise als Online-Plattform. Super easy. Damit haben wir angefangen und haben uns durchgestruggelt die ersten paar Episoden. Gibt ein paar Lifehacks. Beweg nicht das, wenn du einmal auf Start drückst, lass dein Handy liegen. Ja, lass es einfach liegen, nimm auf. Und ja, Audacity ist auch super simpel. Ist gratis zum Runterladen. Funktioniert, also kein Depp wie ich kann damit umgehen. Record and you have it, that's it. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, easy. Wie gesagt. Die beste Kamera, die jeder hat, ist im Handy. Ja, voll. Oder eher auf deinem MacBook oder was auch immer du benutzt. Und use it und stell es online und communicate. Ja, und sprich drüber, was du gerade für lokale Geschichten hörst und wie geil du nicht eigentlich findest. Ja, also ich bin sehr froh darüber, eben dass so ein Moments of Non-Sein, dass solche Podcasts jetzt anfangen. Mhm. Wie lange sie sich halten, who knows. Na, wurscht, ist auch geht. Vielleicht nicht das Wichtigste daran. Ja. Es geht darum, für einen Moment ist da und für einen Moment ist geil. Ja, voll. Und, und das kristallisiert sich dann eh raus, welche Leute es gern weitermachen, welche Leute es nicht gern weitermachen und die es nur als Ablenkung gebraucht haben oder nur als Ablenkung angeboten haben. Aber ja, es hat mich sehr gefreut, in meinem Bekanntenkreis mehrere solche Sachen zu sehen. Vor. Einen Punkt haben wir noch, weil wir vorher von Spenden gesprochen haben. So ein paar Locations in Wien, wie zum Beispiel Vibe Room, Kramladen, das Fenster, wer fällt mir noch ein? Wen habe ich noch stehen? Der Weberknecht. Ja. Ah, voll der Weberknecht auch, ja. Stuff like this. Ja. Die haben auch so GoFundMe-Seiten oder für so Kickstarter-ähnliche. Ja, solche Crowdfunder halt. Ja, voll. Crowdfunder. Und der in der Bank hakelt. Naja, entweder du hast das Geld oder du hast das nicht. Du brauchst keinen Crowdfunder. Ihr braucht keinen Crowdfunder, ihr habt es schon. Ja, genau. Jetzt ist es angekommen. Ja. So, jetzt wenig Geld, wir machen es einfach. Ja. Ja. Nein, aber das ist natürlich. Ich für mich habe mir einfach gedacht, was zu welchen Konzerte wäre ich denn sonst gegangen? Was würde ich dann an Getränke konsumieren? Habe ich dann irgendwie die Mittel in dieser Zeit, um einfach eine äquivalente Summe zu spenden? Möchte ich das spenden? Finde ich Locations cool genug? Das sind natürlich alles Fragen, die man für sich beantworten muss. Aber wenn man irgendwie helfen möchte und sich nicht ganz easy auskennt, über in welche Höhe man spenden soll, kann, will, ist das vielleicht ein netter Ansatz, wie viel gibt man denn an einem Konzertabend so oder so für Getränke aus? Ist vielleicht ein kleiner Anstoß an, hey, normalerweise trinke ich um, keine Ahnung, 15 Euro was und ich wäre bei zwei Konzerten da gewesen, die jetzt leider nicht stattfinden konnten. Ha, an das hätte ich gar nicht so gedacht, sondern ich denke so, Spenden, ja, wichtig, geil, 50 Euro. So. Das geht natürlich auch. Ja. So, was habe ich gerade im Geldbeutel? Ja. So. Ja, aber auf jeden Fall, also wenn man natürlich in der Lage ist, ist das natürlich auch sehr willkommen, dass diese Locations auch uns erhalten bleiben, weil das sind Locations, wo nicht nur internationale Acts spielen, sondern Locations, die auch sehr, sehr viel für die lokale Szene machen. Vor. Für Nachwuchsmusiker aus ganz Österreich, nicht nur aus Wien. Wo wir uns treffen, wo man viele Leute auch trifft, ja, absolut. Wo man bisschen abhängen, uns austauschen. Ja. Und weil es wichtig ist, dass das Bestand hat, für wenn der Spaß wieder vorbei ist und wenn wir schon langsam uns in solchen Lokalitäten noch wieder treffen können und nicht, dass es so den großen Sieb gibt und dann können wir nur noch, keine Ahnung, ins Gasometer gehen oder und für die Kleinen ist überhaupt nichts mehr da. Ja. Und weil die Kleinen auch nicht mehr da sind, also die kleineren Locations sind damit gemeint. Da habe ich eine Liste noch gefunden, die ist nicht von mir, die ganz gut auflistet, was passieren könnte, wie das Bild ausschauen könnte, wenn das gewiped wird. Ja.
also es könnte sich mehr oder weniger übel rächen, indem, wie schon vorher gesagt, dass eben Clubs und Diskotheken und Locations, dass die nachhaltig geschlossen bleiben, wenn es da keine Förderung gibt, wenn wir nicht ein bisschen unter die Arme greifen, jeder von uns, ja, ein wenig. Ja. Jetzt, ich meine, viele von den Locations und Clubs haben es eh schon schwierig. Auch im normalen Betrieb. Ja, voll. Ja. Weil die halt Mieten sind furchtbar hoch. Mieten sind furchtbar, ja, hoch. Und die werden jetzt auch nicht zurückgedreht, jetzt im Moment. Ja. Voll. Locations und, sind nicht offen, müssen aber trotzdem Mieten bezahlen. Genau, und natürlich Personal und so weiter auch. In der Szene, ja, geht so oder so nicht so viel Geld um. Also jetzt nicht nur die Metal-Szene, generell viele lokale Musiker machen es aus Leidenschaft und nicht aus finanziellen Gründen. Und dasselbe gilt halt auch für viele Locations, die es einfach aus einer Leidenschaft machen, weil sie das gern machen möchten, weil es ihnen taugt. Sehr viel Idealismus. Ja. Oder wenn man die Kultur halt fördern mag, schlichtweg, ja, wie es eher das Fenster zum Beispiel tut. Richtig, richtig, ja. Also das ist schon... Dann, wie du schon angesprochen hast, dass nicht nur die, wenn einmal die Clubs weg sind, dann sind auch die Arbeitsplätze weg. Ne? Ja. Und das heißt nicht nur, dass die Plattform für die Veranstalter ist weg, sondern auch ein Arbeitsplatz für ein paar Barleute und für ein paar Servicekräfte und für Lichttechniker und Tontechniker, die Leute, die man prinzipiell eh selten sieht und selten wahrnimmt, ja, die noch dazu meistens privat arbeiten oder selbstständig sind, ja, oder vielleicht bei einer kleinen Firma dabei oder so, aber die haben zum Beispiel alle, die haben keine Gewerkschaft oder so, die für alle Lichttechniker und Rigger und Stagehands und whatnot. Ja, ja, und das sind doch gerade diese Leute, ja, die nicht nur das Publikum schnell einmal vergisst, sondern auch wenn es jetzt tatsächlich irgendwelche Förderungen gibt oder ja, finanzielle Unterstützung, der Lichttechniker etwas von so einer Förderung vom Staat sehen wird, wenn der das selbstständig macht. Ja. Aber jetzt zum Beispiel jetzt nicht nur Leute in kleinen Clubs oder so, aber was zum Beispiel ja massiv ist, du hast ja vielleicht gesehen, so die letzte Rammstein-Tour, was die da immer aufbauen. Ja, das sind ja mehrere hundert Leute, ja, ja, na, die das absolut im Moment nicht aufbauen dürfen, ja, quasi. Ja, ja. Ja. Und bei denen rennen aber die Rechnungen halt auch so weiter. Das ist Fußball. Ja, also es sind da richtige Karrieren und Lebensunterhalte, die draufgehen können. Einfach verschwunden sind. Ja. Dann, eben vorher schon gesagt, es gibt ja keine Plattformen mehr für Kultur und Musik und diese Freiräume verschwinden. Mhm. Und auch wie wir jetzt gesagt haben, ja, viele von den Bands, die halt dort spielen, sind halt Hobbybands oder Semi-Professionelle, aber sie kultivieren ja trotzdem, ja, und schauen trotzdem, ja, dass, ja, dass da ein Interessensaustausch passiert und wo sollen die dann spielen. Ja? Mhm. Ich meine, nicht jeder Proberaum ist geeignet dafür, dass mehrere, dass einmal 100 Leute kommen und sich die Musik dann geben. Ja? Das heißt, wenn das dann auch weg ist, ist das Nachtleben für Freitag, Samstag wird ein bisschen dünner und stiller, ja, auf den Straßen. Manche mag das nicht stören, aber es ist dennoch, I don't know, gerade in einer Stadt, finde ich, gehört das dazu. Das ist so ein bisschen ein Ventil, dass man sich vielleicht ein bisschen gehen lassen kann, ja, wenn man das mag, hin und wieder, mhm, und zusammenkommt. Und wenn es diese ganzen Lokale dann auch nicht mehr gibt, ja, mag ich es nicht treffen im Park. Das ist vielleicht cool, wenn man super jung ist, ja. Aber nicht nur das, sondern dann hast du da die ganzen Sachen, die dort nicht ordnungsgemäß stattfinden können, wie Getränke, Müll, ja. Lärm. Irgendwas wird ruiniert, irgendwas wird gestohlen, Konflikte gibt's, ja, so weiter und so fort. Ja. Es kann sich schon eine gewisse Illegalität auch entwickeln, finde ich. In dem, ja. Wenn's nicht genug Alternativen gibt, gibt es schneller mal eine Homeparty oder ein etwas, wo dann also vielleicht die Homeparty nicht bei jemand daheim stattfindet, sondern seine Eltern sind nicht da, die haben eine größere Hütte, schauen wir mal.
Oder eben, wo es dann von einer Homeparty zum Teil institutionalisiert wird, wo man dann Eintritt zahlen muss. Was dann eben, sagen wir mal, in diese grauen Zone scheint, so, warum muss ich jetzt das zahlen? Und lauter solche Sachen. Also ja, das wäre natürlich nicht so vorteilhaft. Voll. Ja, und diesen Aspekt der Kultur, den gibt es halt dann nicht mehr wirklich, wenn wir nicht mehr unsere Hardcore-Shows spielen können, unsere Metal-Shows. Und das trägt schon noch dazu bei, dass der Ort, in dem wir wohnen, dass so ein bisschen der Ruf dann vielleicht flöten geht als Kulturhauptstadt. Ja. Ja. Das wäre auch schade. Weil und wie gesagt, das trifft nicht nur unsere Szene, sondern alle Subkulturen innerhalb der Musik. Ob es jetzt der Jazzkeller ist, wo man vielleicht eher traditionell von, sagen wir mal, Kulturgut weltweit in Wien spricht, von Kammermusik und Jazz und weiß ich was alles, das wird dann auch genauso gut weg sein. Voll arg. Ja, das wäre traurig. Also. Ja. Aber ja, schauen wir mal. Alles zusammenhalten. Ja, und wir schaffen das. Halt beobachten und smart sein. Voll. Und aber ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, das war jetzt vielleicht ein, also nicht, dass wir jetzt zu negativ klingen, zumindest ich habe nicht dieses Gefühl, dass das jetzt alles ansteht oder uns kurz bevorsteht. Ich glaube, so was ich gesehen habe. Weil man jetzt zeigt, dass es genug Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es ist ein bisschen helfen können. Ja, also man hat genug Bands, ob es jetzt international oder lokal ist, gesehen, die Wege gefunden haben, jetzt Sachen rauszuhauen, Content zu kreieren, auch in dieser schwierigen Zeit, neue Musik zu veröffentlichen oder Einzel-Playthroughs schön zusammenschneiden, damit trotzdem Leute neuen Content genießen können und entertained sind. Voll. Ein bisschen abgelenkt auch. Voll. Und wenn das so weitergeht, und ich denke auch die Antwort von den Fans war sehr positiv, Spendenaktionen rennen gut. Also ich denke, dass das irgendwie da schon diese Situation gemeistert wird. Voll. Ich bin auch guter Dinge. Ja. Weil. Also danke für alle Leute, die gespendet haben, die schauen, dass die Metal-Szene weltweit irgendwie aktiv bleibt und erhalten bleibt. Voll. Ja, und danke fürs Schauen für die Episode. Sorry, dass es diesmal so serious war, aber serious times. Es kommt oder? Bald, also recht, ich keine Ahnung wann, aber sehr recht bald, die Q&A-Ding, wo es dann vielleicht nicht so serious ist. Da ist teilweise ridiculous. Redonkulous. Ja, redonkulous. Passt so, in diesem Sinne, Distance High Five. Bis zum nächsten Mal. Big Boys. Four. So, du bringst uns bitte. Jetzt bist du schon los. Huch. 49. Geht gut. Boah, das war ein bisschen dark. Ja, deswegen wollte ich am Ende noch irgendwie so. Warte, es ist eh alles gut.